Hat Ihnen schon mal ein Mann gesagt, dass Sie zu viel reden? Nee, aber gedacht, glaube ich, ganz oft. Was ist das? Stimmt es, dass du eine Dildo-Sammlung hast? Ich? Steht hier. Frage. Überhaupt nicht. Ich hätte gern eine. Aber du hast. Du hast aber Penisschuhe. Ja, ich hatte Penisschuhe, die hat mir Beate Use, der Orion-Verlag, da waren wir mal und haben da gedreht. Und da gab es so Puschelschuhe mit so einem Pimmelchen drauf und das hat mich so gerissen, ich habe so gelacht, die haben sie mir dann geschenkt. Da schrieb auch die Bild-Zeitung dann irgendwann, ich wäre damit über die Straße gelaufen und gehe damit einkaufen. Was nicht stimmt. Dem ist nicht war, so. Das war mir klar. Aber ich habe es auch einfach nicht korrigiert, weil ich diese Idee so lustig fand, mit diesen Pimmelschuhen zum Einkaufen zu gehen, dass ich das habe stehen lassen. Herrlich. Aber die habe ich in der Tat, ja. Und letzte Frage, würdest du deinem Partner gestehen, dass du fremdgegangen bist? Nie im Leben. Also würdest du nie tun oder nie gestehen? Ich würde es nie sagen und ich möchte es auch bitte von ihm auch nicht wissen. Ina, du bist FC Bayern-Fan? Ich war FC Bayern-Fan. Und? Ich bin ja dann weg aus München, ich war leidenschaftlicher FC Bayern-Fan, ja. Mit Weinen und ich hatte einen Zollstock bis hin zum Trikot, ich habe alles von den Bayern gehabt und habe das sehr verfolgt. Dann bin ich nach Hamburg gezogen und es ist, wie das mit Fernbeziehungen oft so ist, es hat halt nicht gehalten. Und jetzt bist du? Jetzt bin ich HSV-Fan, natürlich. Oh, ach so. Ja. Natürlich. Dann wird es ja ein ganz, ganz bitterer Sonntag für dich. Wenn der HSV gegen den FC St. Pauli verliert. Wir gewinnen 4:1 am Sonntag. Nie und nimmer. Natürlich. 4:1. Ja. Also, es ist so, ich mag auch nicht ohne Verein sein und das mit den Bayern ging nicht mehr, weil das war die Ära Klinsmann, die ich so unmöglich finde im Nachhinein. Die ja, haben, warum? Der hat mir wirklich den Verein kaputt gemacht, warum? Weil der kein Trainer Moment, ist. Der hat eine Tonne kaputt gemacht. Ja, der hat eine Tonne kaputt gemacht, aber auch mir meinen Verein kaputt gemacht. Das aber warum denn? Man ist Fan, wenn man auch in harten Zeiten zu seinem Verein steht. Deswegen. Nee, ich glaube, man darf einfach mal wechseln. Frauen machen das, Männer würden das nie tun, das weiß ich. Männer wechseln eher ihre Frauen als ihren Verein. Das stimmt. Na, herrlich. Einmal Eintracht Braunschweig, immer Eintracht Braunschweig. Bist du Eintracht Braunschweig? Natürlich. Ist das nicht wahnsinnig hart? Nein, das ist wunderbar. Die besten Bratwürste, die beste Kultkneipe, ja. Tolles Publikum, dritte Liga. Siehst du, und wenn ich das höre, dann sage ich, ich will auch Fan sein von einem Verein, wo ich sage, geile Spielzüge, super Freistoß, tolles Tor gemacht und doch nicht die besten Bratwürste. Dann kann ich, die Leute sagen immer, Ina, du bist doch total Pauli, du müsstest doch Pauli, ja, so geht das auch nicht. So einfach ist es nicht. Nee, nur weil ein Verein jetzt gerade Kult ist, kann ich nicht sagen, oh, dann bin ich jetzt mal Fan, weil es cool ist, da Fan zu sein. Also ich finde ja, damit sind wir auch schon am Ende, wenn man das so hört. Ina, würde ich noch mal drüber nachdenken, ne? Was? Über Kinder oder übers Aufhören? Über Kinder. Ach so. Nein. Also, macht aber nichts. Also ich hoffe, dass wir mal privat zusammenkommen und dass du den Luis mal kennenlernst. Du wirst nach 5 Minuten fasziniert sein von diesem kommunikativen, fröhlichen, Töppi, unwahrscheinlich du glaubst nicht, Töppi. Wie viele Freunde mir schon ihre unwahrscheinlich tollen Kinder in den Arm gelegt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, der neue Trend, Gebären im Alter, wäre auch nicht meiner, ganz ehrlich. Ja. Ich bin 45 und ich finde, deswegen hat meine sich Frau ist auch 45. Und ist mit 40 Mutter geworden, zum ersten Mal. Das kann sie nicht mehr schaffen, das ist schwierig. Das kriegt sie nicht mehr hin. Ina Müller, herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Es hat großen Spaß gemacht, vielen Dank. Rolf Köpperwin, eine tolle Biografie von Braunschweig nach Johannesburg. Kommt morgen auf den Markt in Deutschland. Ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Und am 25.09. das letzte Spiel. Das 1444. Spiel. Bundesligaspiel, nicht Spiel. Bundesliga. Bundesliga, natürlich. Aber das ist Rekord. Einsamer Rekord. Absolut. Und das Spiel heißt Werder. Der Zweitplatzierte? Thomas Wag, 648. Na, guck mal. Und das Spiel heißt Werder Bremen gegen den HSV. Und es geht 3:2 für Werder aus. Pauli, HSV oder Pauli? Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin und jetzt die Kollegen von heute Nacht. Dankeschön. Tschüss.